Die Lage im Karl-Thiem-Klinikum ist angespannt. Laut der aktuellen Statistik der Stadt werden derzeit 55 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt. 19 davon auf der Intensivstation. Laut Geschäftsführer Götz Brodermann kann die Notfallversorgung derzeit noch sichergestellt werden. Auch weil man sich mit anderen Krankenhäusern in der Lausitz vernetzt. So wurden schon über 66 Patienten in die Region verteilt, damit sie weiter fachgerecht versorgt werden können. Bisher mussten noch keine Intensivpatienten verlegt werden. Eine Entspannung ist nicht in Sicht, auch weil sich derzeit etwa 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums in Quarantäne befinden. Das sind vornehmlich Menschen, die natürlich auch am Bett arbeiten. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass wir für die Versorgung der Patienten wesentlich mehr Personal benötigen, einfach aufgrund der Schutzmaßnahmen, dann sieht man, wie angespannt die Situation ist. Wir sind in der engen Kommunikation in der Lausitz mit allen Häusern und tauschen uns da auch wirklich engmaschig aus. Das wird sehr gut koordiniert über die Leitstelle hier, über die Leitstelle bei der Feuerwehr. Aber wenn sich das weiterhin so entwickelt, wie es in den letzten 2 Wochen jetzt war, dann müssen wir wahrscheinlich Patienten aus der Lausitz weiter weg verlegen, vielleicht sogar in andere Bundesländer. Denn die Zahlen steigen trotz verschärfter Maßnahmen weiter an. 56 Personen, die allerdings eine Vorerkrankung hatten, sind bereits in Cottbus gestorben. Auch die Zahl der schweren Infektionsverläufe steigt. Im Durchschnitt natürlich sind ältere Patienten viele mit Komorbiditäten, das heißt, die haben Grunderkrankungen. So wie es eigentlich auch in der Fachpresse dargestellt wird, ist bei uns auch der Schnitt. Es gibt immer wieder aber auch Jüngere, die betroffen sind und die auch einen schweren Krankheitsverlauf haben. So befindet sich zum Beispiel ein 45-Jähriger mit Covid-19 in Behandlung. Immer mehr Brandenburger Krankenhäuser kommen an ihre Grenzen. Laut Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher sollen jetzt auch Reha-Kliniken im Land bei Bedarf leichte und mittelschwere Nicht-Covid-Fälle aufnehmen. So sollen Kapazitäten für schwere Fälle und Corona-Infizierte frei werden. Auf die Schnelle ist eine Entspannung der Lage aber noch nicht in Sicht.